Moin! Was haben wir noch? 23. Danke, Ronja, dass du wieder filmst. Sehr nett von dir. Gerne. Luca schafft schon, das ist gut. Ja, was haben wir heute? Wir müssen hier beim Opel Astra eine kleine Innenreinigung machen. Kannst du das mal schön angucken, wie es da aussieht? Ein bisschen Pico machen mit unserem, wie sagt der Luca immer, unserem Johnny 2. Ja, ne, sieht man, müssen wir ein bisschen sauber machen. Ja, dann nehmen wir unseren Johnny dazu. Jo, dann haben wir nachher, kommt noch von einem sehr, sehr guten Kunden, Grüße bis dahin, ja, neue SQ5 in Nadograu. Der bekommt 3 Schichten Keramik, der bekommt Lederversiegelung, der bekommt Bremssättel-Keramik, der bekommt Felgenbett, Felgenkranz-Keramik. Jo, und den müssen wir machen, weil Nadograu ist ein sogenannter Unilack, ja, und Luca macht's schon, und zwar, kommst du mal gerade mit? Ja, der Kunde war auch schon da mit seinem krassen roten TTS, hat er. Name sagen wir jetzt natürlich keine. müssen ja ein bisschen Datenschutz bewahren. Ja, und das sind neue Felgen. OZ Racing. Das müssten die Ultra, was sind das? Die Superleggera müssten das sogar sein. Ultraleggera, ne? Genau. Das sind richtig geile Felgen, die haben wir schon mal gemacht. Die kriegen jetzt auch eine Keramikbeschichtung. Das heißt, wir entfetten jetzt, cleanen die Felgen noch einmal. Das Gute ist, dass sie neu sind und auch schon bezogen, weil dann können wir praktisch das Finish machen. Ja, ja, und das machen wir jetzt. Und sind wir eine Weile beschäftigt. Und dann sehen wir uns später wieder. Da ist dann auch der richtig geile SQ5 da. Da würde ich sagen, bis später. Ja, Ronjas CT sehen wir hier. Kommen wir zum Schluss von unserem heutigen Tag. Danke, dass du wieder filmst. Kriegst trotzdem nur Abmahnung von vorher, das weißt du noch, gell? Ja. Ja, Felgen sind fertig. Die werden jetzt nochmal schön entstaubt, dass sie der Kunde später abholen kann. Das ist echt mega geworden. Der wird es jetzt viel einfacher haben. Den Bremsstaub zu entfernen, ist auch ein langjähriger Kunde, der seinen TTRS, seinen roten, schon bei uns hatte, auch für Keramik. Also er kommt auch wieder zu uns, freut mich, vielen Dank dafür. Ja, und dann haben wir natürlich noch, was? Sehr lieb, habe ich gesagt, ja, immer wieder kommen. Ja, genau. Jetzt ist er da, den Nadograuen SQ5, folge mir, unauffällig. Ja, hier machen wir unsere Felgenstation. Der kriegt jetzt auch komplettes Felgencleaning, kommen 2 Schichten Keramik drauf, so möchte der Kunde haben, machen wir gerne, gar kein Problem. Wir können bis zu 3 Schichten drauf machen, dann hat er echt das Maximum an Schutz. Jo, komm mal hier rüber, ja, Platz reicht. Ja, dann kriegt er natürlich hier das volle Programm Keramikschichten drauf. Dann machen wir komplettes, wenn du mal herkommst, wie die schon aussehen nach ein paar Wochen. Die Bremssättel, also da werden wir jetzt auch nochmal komplett die Bremssättel cleanen, ja. Die sehen schon aus wie Sau. Dann werden wir die ganze Achse nochmal sauber machen, ja, dass sich unser Kunde freut. Und ja, dann fangen wir morgen früh an und dann werden wir, wie gesagt, 3 bis 4 Tage brauchen für das Schmuckstück hier. Ist ja irgendwie schon eine coole Farbe, aber da muss einfach Schutz drauf. Ja, Luca, Dankeschön. Ach ja, wenn ihr mal in der Gegend jemanden braucht, Hilfe. Luca Severo, Dienstleistungen. Hier im Gegend Weilerstadt Kalf. Geiler Typ, macht's auch bei uns. Also, heidi ho, wir sehen uns, wenn er fertig ist wieder, würde ich sagen. Ne? Wir machen noch so ein Zeitraffer-Video so ein bisschen, ne? Wie wir hier so umeinander wursteln. Wie beim Jaguar. Ja, genau, wie beim Jaguar F-Type V8. Und ja, das war's. Schöner Abend, macht's gut. Danke, Ronja. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben.